Hallo und willkommen zu dem Mini-Let's Play von der Adventure-Map Herobrine's Return bei Hypixel. Ich spiele es mit dem dazu empfohlenen Texture-Pack John Smith auf der 1.7.5. Ich bin mir nicht sicher, dass es funktioniert, aber ich will es auch nicht jetzt meine Version zurücksetzen, weil ich Angst, dass dann meine Let's Play-Welt kaputt geht. Also, das ist eine Adventure-Map, auf der Herobrine sein Unwesen treibt und wir müssen ihn aufhalten. Und die Fortsetzung von Herobrine's Munition. Aber storymäßig hat das eigentlich nichts mit Herobrine's Munition zu tun. Hier sind nochmal die Settings, die ich einstellen musste. Hier ist seine Server-IP und er hat auch einen Kanal. Und es gibt nur eine Regel. Ich soll keine Blöcke zerbrechen. Die Tür habe ich schon aufgemacht. Da war hier Key B drin. Den musste man aber in den anderen tun und dann ging es auf. So. Ja. Start, Button behind you, bla bla bla. Ich habe schon mal gespielt, es ist ziemlich cool. Und ich spiele es auf dem Normal Mode. You are playing in Normal Mode. Und jetzt beginnt es. Victor. Hey, wach auf, er ist zurück. Also ich habe hier gerade geschlafen und Victor ist der Typ hier, der hat mir... Oh, es geht weiter. Weg ab, weg ab. Und dann sage ich, wovon redest du? Reg dich ab. Bla 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 bla. Herobrine, ja, Herobrine, bla. Okay, das ist ziemlich anstrengend. Das geht nämlich irgendwie zu schnell. Ich bin ja nicht perfekt in Englisch. Also ich gehe jetzt einfach raus, Monster töten und Herobrine aufhalten. Questlog. Kann man mitnehmen, aber ich brauche ihn eigentlich nicht. Ich habe es auch ohne geschafft. So, dann haben wir hier eine tolle Eisenrüstung, ein Trainierschwert und zwei saftige Steaks. Yes. Und da kommen auch schon Monster. Sterbet! Aha. Als die Map zum ersten Mal rauskam, war die ein richtiger Erfolg. Die war richtig cool und ist jetzt auch immer noch richtig cool und beliebt. Und ich mag sie auch. Und Souls ist also Seelen übersetzt. Das ist hier die Währung und... Naja... Ist praktisch Killcount. Immer wenn ich einen Zombie töte oder irgendein Monster, kriege ich eine Seele. Macht Sinn. Weil Zombies auch ganz bestimmt eine Seele haben. Tralalala. Oh, ein Skelett. Skelette sind kacke. Die wurden ja ein bisschen aufgeboostet in den letzten Updates. Also, bist du der Erste, der stirbt? Dummes Skelett. Wow, 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 wow. Oh, geil. Bin auf dem Baum. Ich glaube aber nicht, dass das so geplant war. Ich denke nicht, dass ich auf dem Baum sollte. Oh, fuck. Na, komm her. Haha, stirb. Eingelegt. Gibt's hier Knochen und Stuff? Also so Zeugs. Von den Viechern. Ich regeneriere mich erstmal ein bisschen. Questlog. Oh, was? Das ist dasselbe, dann tue ich den einen einfach hier auf die Straße legen. Vielleicht braucht es ja jemand. Tch. Da habe ich doch tatsächlich jedes Mal, wenn ich die Map gespielt habe, zwei davon mitgenommen. Ich bin aber auch schlau. Und ein Zombie. Ich sage jetzt, ich spüre seine Präsenz. Es wird stärker. Und hier sagt, ich werde alles umbringen oder so. Was ist das? Eisenbrustpanzer, 6 Armor, Eisenbrustpanzer. Habe ich schon beides. Okay. Ich habe die lahmste Ausrüstung überhaupt, auch wenn es eine Eisenrüstung und ein Schwert ist, aber es ist praktisch die lahmste Rüstung überhaupt. Also ich würde in einer Adventure immer mit null Rüstung und einem Stick mit irgendeiner Enchantung anfangen, aber wenn Hypixel meint, man soll gleich mit einer Eisenrüstung anfangen, warum nicht? Ja. Ein Steinschwert. Stirn. Blöder Zombie. Bist sicher schon 10-mal gestorben, so wie du aussiehst. Wow, noch eine. Das kann man auch auf seinem Server zu viert spielen. Oder auch generell kann man die Map eigentlich zu viert spielen, aber... Ich habe hier nicht, ja, ich habe hier keine richtige LAN-Verbindung, um mit meinem Bruder zu spielen.
Wisst ihr was, ich repariere das einfach mal aus Spaß. Jetzt hat es zwar keinen Namen mehr, aber egal. Und das hier, na, ist ziemlich zerstört, würde ich mal sagen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir die ja auch noch später. Also erstmal bin ich ganz zufrieden mit meiner Ausrüstung. Und da hinten ist das Dorf, was Herobrine ja unbedingt zerstören wollte. Und als ich hier das erste Mal angekommen war, war hier so ziemlich der Punkt, an dem mir das Spiel unbedingt weiterspielen will. Also diese Map. Weil hier auf dem Brunnen steht erstmal Herobrine. Und der hat gerade keinen Herobrine-Skin-Kopf, aber normalerweise hätte der einen. Hier. Jetzt hat er mich hier eingesperrt und normalerweise hätte der jetzt hier so einen Herobrine-Skin-Kopf, aber das ist irgendwie gerade gefailt. Herobrine labert mit mir zurück und ballert gerade einen Feuerball voll in das Haus rein. So ein richtig cooler Spezialeffekt, den ich willste feier. Hör auf damit, Herobrine! Ich muss ihn aufhalten, bevor er alles kaputt macht, glaube ich. Alter, hör auf, alles zu zerstören. Blöd, Mann. Ksch. Oh, cool, er ist wirklich weg. Ja, er hat alles zerstört. So, Victor. Bei ihm kann ich jetzt Zeugs handeln. Wie zum Beispiel, was ganz wichtig ist, Fleisch. Man braucht ganz viel Fleisch. Knochen, kann man Knochen handeln? Ja, aber ich habe nur einen. Pfeile braucht man. So zerstörte Rüstung sollte man eigentlich nur eine haben. Das heißt, ich schmeiße das ganze Zeug einfach mal auf die Straße. Aha. Knochen und Zombiefleisch sollte man allerdings behalten, weil die kann man tauschen gegen Sachen. Soweit ich mich erinnern konnte, wusste man jetzt nicht genau, wo es weitergeht. Das hätte man liest in diesem blöden Buch rum. Ich weiß, man muss da hinten hin, aber ich schaue mich immer, jedes Mal, wenn ich das tue, nochmal in jedem Haus rum und raube alles aus. Wow, cool. Victor's Grace. Training Sword. Ja, das ist toll. Schärfe 5. Eisenbeinschutz. Habe ich schon. Okay, dann hier oben. Zombiefleisch, Knochen. Cool. Und der Bogen. Hulk Strike. Ja, der ist auch ziemlich toll. Aber es gibt noch bessere Ausrüstungen. Oh, ich habe vielleicht genau dasselbe gerade. Was ist das? Ja, ziemlich kaputt. Eisenstiefel im Steak. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, wieso er sich da dupliziert hat. Oder dupliziert oder whatever. Ich würde gerne da hochgehen. Aber wie? Ich sehe dort keine wirkliche Möglichkeit hochzugehen. Aber ich bin mir sicher, das ist. Da gibt es einen Weg hoch. Ah, oh, schade. Oh. Ich komme nicht drauf. Kann es sein, dass ich verblödet bin? Oder gibt es hier wirklich keinen Weg nach oben? Egal, gehen wir ins nächste Haus und gucken, was es dort zu holen gibt. Es gibt hier eine Menge Häuser. Oh nein, da ist der Müll. Verhohns Haus. Moment mal, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Verhohns Haus. Verrottetes Fleisch. Millis Escape habe ich schon. Man kriegt später noch richtig viele Sachen. Deswegen empfehle ich, man sollte sein Inventar so leer wie möglich halten. Oh, Zombiefleisch. Und hier gibt es nochmal Zombiefleisch. Also wer steckt sowas bei sich zu Hause in die Kisten? Huch. So, dann gibt es hier noch ein Haus. Alchemist Shop. Ah, ich erinnere mich. Hier gibt es ganz viele Tränke, glaube ich. Yes, hier sind in den Ecken Kisten.
Direktheilung, Milch und verrottetes Fleisch. Und da hinten komme ich nicht ran. Oder ich kann es nicht öffnen oder so. Ah, hier ist auch noch was. Knochen und irgendein Helm. Und hier gibt es auch noch was. Nämlich ein gebratenes Hähnchen. Cool. Nice. Nichts. Und nochmal Regenerationspotion. Regenerationspotion sollte man außerhalb des Kampfes trinken und Direktheilung im Kampf. Und das ist ein tolles Gimmick. Sicher irgendein Bild, aber mit diesem Texture Pack wirkt das irgendwie richtig cool. Mal sehen, was kann man sich denn mit Knochen noch so holen? Direktheilung. Ja, ich habe ja genug Steaks. Dann noch Hähnchen. Zombiefleisch und so empfehle ich immer hier oben zu haben. Milch, Hähnchen, Regeneration. Ich habe immer meine eigene Anordnungsstrategie. Noch mal so ein und dann noch vielleicht 4 Steaks. Yes. Ich fühle mich gleich so mächtig. So. Hier ist Alarm. Der tauscht auch so Zeugs. Oh. No more trades available. Er bittet mich, ihn zu stoppen. Ja, das werde ich tun. Na. Questlog for another information. Und da gibt es hier den Himmelsshop. Und der ist eigentlich ziemlich cool, aber die Sachen sind dort übelst überteuert und man braucht da fast 500 Souls dafür. Also man muss fast 500 Monster getötet haben und fuck, da kommt ein Zombie. Wenn der jetzt hier einen von den Tradern tötet, also von den Händlern, dann würde ich wütend. Blöder Zombie. Der hat auch nur Schrott fallen gelassen. Aber es gibt noch mehr Häuser, die man durchstöbern kann. Mozarts Haus. Mozart. Lufian Helm habe ich schon. Eisenschwert, ja klar. Knochen und verrottetes Fleisch. Ja, auf Schwert verzichte ich, aber das Zombiefleisch, das lasse ich mir nicht entgehen. Yep. Oh, hier ist noch eine Kiste mit Victor's Grace. Ach, egal. So. Entschuldigung, dass es so lange dauert, aber es gibt halt ultra viel zu holen in den Häusern. Oh, wer singt? Ah, der handelt mit Goldnuggets. Richtig coole Sachen. Was gibt's hier nochmal? Ein Heilungspotion? Hier hat hier mal rumgesprengt. Gibt's doch mal Victor's Grace. Ach, das nehme ich jetzt einfach mit. Habe ich 2. Man kann nie genug Schwerter haben. Manche schwören ja eher auf Holzschwerter, aber ich bleib bei den Eisen- und Diamantschwertern. Die sind immer noch am besten. Was sehe ich denn hier? Das ist ein Diamanterz. Das hätte ich gerne. Ich werde es wahrscheinlich nicht bekommen. Und hier sind auch noch mal Kisten. Und wenn ich jetzt ein Haus übersehe und so, dann ist es mir auch egal, weil ich habe gerade irgendwie richtig Bock, Monster zu prügeln. Monster prügeln ist immer spaßig. Der Spaß für die ganze Familie. Verkloppen Sie jetzt mit einem Knüppel. 10 Zombie. Ultra Fail. Kann es denn sein, dass ich das nicht gesehen habe? So und so. Cool. Ich weiß, da hinten gibt es noch ein Haus, aber da gehe ich nicht hin. Da muss man nämlich später so und so wieder lang. Also geht es jetzt in die Richtung. Oh yeah. Monster! Sterb! Sterb! Oder besser gesagt, stirb! Wieso sterb? Das heißt stirb. Ja, ich sollte mich erst um die Dinger kümmern, aber... Alter, wenn die Skelette schneller schießen, dann wird die Adventure Map auch richtig anspruchsvoll. Nein! Ach so, das muss man schießen? Wieso sagt mir das keiner? Ich dachte, den kann man trinken. Mit Skeletten habe ich schlechte Erfahrungen.
Aber ich habe ja selbst einen Bogen, also stirb! Yes! Ich habe jetzt Bammel hier lang zu laufen, weil sicher gleich noch mal Jumpscare-mäßig übelste viele Monster kommen. Ich regeneriere lieber ein bisschen. Huch. Ah. Splash. Alles schnell einsacken. Keine neuen Monster. Cool, mal sehen. Kacke. Mist. Scheiße. Ach, warum nicht? Und schon wieder so einen komischen Helm. Questblock ist weg. Warum nicht? Ach, es ist ein bisschen buggy mit den Items. Jetzt ist Questblock wieder da. Also nochmal. So, hier ist das Zeug. Hier ist der Helm. So, okay, es geht los. Dum, 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 dum. Und hier kommt der erste Bossfight. Aber das seht ihr erst im nächsten Part. Ciao.